Liebe Aachenerinnen und Aachener, wir treffen uns jeden Montag um 18 Uhr an dieser Stelle hier in Aachen, um zu protestieren gegen das geplante Kürzungspaket der Bundesregierung, was demnächst ins Parlament kommen wird. Und Sie haben vielleicht davon gehört, wo ungerechte Sparmaßnahmen uns aufgedrängt werden, aufgezwungen werden, wo viele Sozialverbände und Parteien und politische Einrichtungen gesagt haben, diese Kürzungsvorschläge sind total unausgewogen und ungerecht, denn sie nehmen gerade denen, die am wenigsten haben, nehmen sie am meisten weg. Und denen, die viel haben und vor allem die Konzerne, die viel Geld haben, werden mal wieder in Ruhe gelassen. Und deswegen protestieren wir hier jeden Montag um 18 Uhr. Und als erstes, ich muss ein bisschen kurz machen, weil unser Strom etwas knapp ist heute. Der ist schon auf Reserve. So, deswegen keine lange Vorrede von mir. An dieser Stelle spricht jetzt als erstes Melanie. Bitte schön. Hallo. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Menschenrechte in Deutschland. Vorletzte Woche Donnerstag konnten alle sehen, wie in unserem angeblich so fortschrittlichen Deutschland gegen die Menschenrechte verstoßen wurde. Durch die exekutive Gewalt der Polizei. Friedliche Demonstranten wurden zum Teil schwer verletzt. Als freitags morgens die Bilder liefen, musste ich weinen. Und kann diese Ausschreitungen seitens der Polizei, die durch die Politik inszeniert wurde, nicht verstehen. Unter den Demonstranten waren Schüler, Kinder, die vielleicht zum ersten Mal ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnahmen und auf die Straße gingen. Ich hoffe sehr, dass sie nicht traumatisiert sind und mit dem Ganzen klarkommen werden. Als eine Woche später im Bundestag, was auf Phoenix übertragen wurde, über andere Länder gesprochen wurde, in denen Todesstrafe praktiziert wird, wurden diese Länder scharf verurteilt. Klar, Todesstrafe sollte es im 21. Jahrhundert nicht mehr geben. Aber bevor unsere Politiker über andere Länder urteilen, sollten sie erst einmal die vielen aktuellen Defizite hierzulande aufklären. Bitte bevor die nächsten 10 Jahre verplant werden. Meiner Meinung nach sollten auch die Hilfeplanmaßnahmen der Jugendämter überdacht werden. Viele Mütter sind sehr unzufrieden mit der Hilfe, die angeboten wird, da ihre Konflikte nur vor sich hergeschoben werden oder durch menschenunwürdige Sanktionen ihr Leben noch weiter erschwert wird. Es sollten Angebote stattfinden, wo die Mütter und Väter durch sinnvolle gemeinsame Aufarbeitung, zum Beispiel wenn eine Gruppe durch Kunst die Emotionen ausdrückt und dabei ein Erfahrungsaustausch stattfinden kann. Das kann helfen, stärken und soziale Kontakte eröffnen. Auch die Kosten wären geringer. Doch vor allem sollten alle Beamten ehrlich als Vorbilder fürs Volk handeln und nicht, wie ich selbst schon erlebt habe, mit Lügen ihre Macht missbrauchen und statt Hilfe nur weitere Hürden aufstellen. Ich fordere sozialere, gerechtere Umstrukturierung der Jugendämter und den Trägern von Mütter-Kind-Einrichtungen. Durch die Negativerfahrung habe ich mir bessere Konzepte überlegt und würde mich freuen, mit Experten darüber zu reden, um in Zukunft bessere Hilfe geben zu können. Auch das Schulsystem ist verbesserungswürdig, da es auch nicht mehr zeitgemäß ist. Das belegen die schlechten Ergebnisse der PISA-Studien sowie vermehrte Feststellungen von auffälligen Kindern mit angeblichen ADHS-Diagnosen. Durch das Staatsversagen werden Menschen krank, immer mehr psychisch labile, die abgestempelt werden. Zu viele Amokläufe, Terrorgefahr, das stimmt mich traurig und macht mir Angst. Deswegen appelliere ich, bitte nutzt euren Verstand, steht auf, geht demonstrieren, denn das ist unser Land. Unsere Chance, was zu verändern. Handeln mit Herz, Ethik und Moral. Das sind wir den Kindern schuldig. Danke, Melanie.